Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde der AfD, es ist in der Medizin so wie in der Politik und auch umgekehrt. Zunächst gehört eine Bestandsaufnahme zu dem Beginn der Untersuchung, dann die Untersuchung an sich, die Stellung einer Diagnose und anschließend die Therapie. Wenn man Europa und Deutschland in Europa als Bestandsaufnahme betrachtet, kann man sagen, es gibt kein Politikfeld, das noch in irgendeiner Art und Weise unseren Vorstellungen entspricht. Insbesondere geht es jetzt weiter, nachdem wir 2019 die unsägliche Corona-vermeintliche Pandemie-Politik erlebt haben, wo wir vollkommen fremdbestimmt durch die EU getaktet wurden. Es geht jetzt weiter, dass Global Health seitens WHO installiert werden soll. Damit werden wir in Zukunft keinerlei Bewegungsfreiheiten haben, wenn eine Pandemie, die wiederum von der WHO ausgerufen werden würde, im Raume steht. Dem müssen wir uns als AfD streng entgegenstellen, mit starker Stimme, mit adäquatem Personal, nicht nur in Deutschland, sondern vor allen Dingen auch künftig im EU-Parlament. Mein Name ist Dr. Kai Roman, ich bin Facharzt für HNO-Heilkunde und kandidiere für Sie, für euch, für das Europaparlament 2024.